Maria Teresa Torjón Borrallo spielt eine große Rolle im Leben der kleinen Royals. Neben ihren Eltern Prinz William und Herzogin Katharine ist ihr Kindermädchen eine der engsten Vertrauten von Prinz Georg, Prinzessin Charlotte und später wohl auch ihres Brüderchens Prinz Luis. Die gebürtige Spanierin lebt seit 2014 mit den Cambridges im Kensington Palast und gehört schon fast zur Familie. Das Verhältnis zu ihren Schützlingen ist innig. Maria liebt die Kinder von Herzen, sagte eine Quelle dem US-Magazin People und gibt einen Hinweis auf die Erziehungsmethoden der Nanny. Sie kann sehr bestimmt und streng sein, aber eben auch sehr liebevoll und sanft im Umgang mit ihnen. Fotos zeigen Maria innig mit Georg und Charlotte, aber auch dabei, wie sie den kleinen Royals die Grenzen aufzeigt. So maßregelte sie Prinz Georg beim 100-jährigen Jubiläum der Royal Air Force, Anfang Juli. Gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Charlotte alberte der Fünfjährige am Fenster des Buckingham Palastes rum, bis ihn das Kindermädchen vom Fenster verbannte. Auch bei königlichen Familienfesten ist das Kindermädchen zur Stelle. So begleitete sie die Familie zu der Hochzeit von Herzogin Katharines Schwester Pippa mit Leithund. Auch bei der Trauung von Prinz William und Herzogin Meghan war sie zur Stelle und kümmerte sich um die unruhigen Blumenmädchen und Pagenjungen. Am Ende des Tages hätten die Eltern unter den Gästen sie nur noch die Kinderflüstererin genannt. Nanny Maria kümmert sich bei der Hochzeit von Harry und Meghan um eine weinende Zeile waren, eines der Blumenmädchen des Brautpaares. Nanny Maria kümmert sich bei der Hochzeit von Harry und Meghan um eine weinende Zeile waren, eines der Blumenmädchen des Brautpaares. Ihr Leben widmet die auf Mitte 40 geschätzte Spanierin seit nunmehr 4 Jahren der königlichen Familie. Ausgebildet wurde sie am renommierten Nolland College. Familien aus aller Welt buhlen um die an dem altehrwürdigen Institut ausgebildeten Frauen. 24 Absolventinnen pro Jahr werden an die englische Upper Class, an Popstars, Milliardäre oder traditionell an die Königsfamilie vermittelt.